Meine Pumpe Steinberg SWP 600i hat ein großes Problem, nämlich sie schmeißt mir regelmäßig den Fehlerstromschutzschalter und den möchte ich jetzt ganz gerne auf den Grund gehen. Ich habe hier schon diese Edelstahlhaube gelöst, ja, also unten die Schrauben entsprechend halt aufgemacht und dann abgezogen. Und jetzt werde ich mal schauen, wie es da unten drunter aussieht, ob da Wasser eingedrungen ist. Ja, okay, denkst du, diese sechs langen Schrauben hier, seht ihr es hier? Die halten nur einen Abstandhalter. Das heißt, ich muss mir jetzt mal weiter anschauen, wie geht es jetzt hier eigentlich weiter, wie komme ich an das Innere ran von diesem Teil. So, wunderbar, nach dem Motto, ein bisschen was geht immer. Man kann hier die Kappe abziehen. Dann wird man gleich mal sehen, ob es da irgendwie nass drunter ist oder nicht, was da die Ursache sein kann. Ja, also da innen drin ist alles trocken. Hier sieht man ganz gut, wie sie die Durchführung gelöst haben. Hier, wenn ihr das seht, da haben sie die Durchführung einfach vergossen hier. Ja. Und dann gibt es hier einen Dichtring, der liegt hier auf. Ist hier innen ein Gummi, liegt hier auf. Hier sieht man den Gummi. Das liegt hier auf und macht hier den oberen Teil mit der Elektrik dicht. Auf der anderen Seite hier gibt es hier einfach nur die Zugentlastung hier an dem Kabel. Und an der Stelle ist praktisch hier innen drin vergossen. So, hier innen drin ist praktisch vergossen. Okay, also der obere Teil ist es nicht. Dann liegt doch der Verdacht nahe, dass es hier unten ist. An der Stelle hier, wo diese Dichtung aufliegt und diese Dichtlippe, dass hier Wasser eingedrungen ist in den Motor. Hier ist auch noch ein ganz nettes Detail. Man sieht jetzt die andere Seite der Welle. Hier hat man also auch die Möglichkeit, die Welle zu fixieren an der Stelle. Da ihr seht, stellt sich hier so. Das heißt, da kann man jetzt auf der anderen Seite die Mutter abnehmen und dann kommt man an die Dichtung ran. Also man sieht hier sehr gut die Lauffläche, schön gut poliert von dem Gummiring. Von der Gummidichtung. Und was man hier noch sieht, da unten ist eine Mutter. Da werde ich doch mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht kriegt man auch das Wasser raus. So, hier sieht man noch ein Element, das hier zur Dichtung beitragen soll. Das ist so eine Art Wellendichtring, der besteht ja aus Gummi. Fest ist mal zusammen, ja, das ist Gummi. Und der hat hier innen drin einen Raum, der eigentlich mit Fett gefüllt sein sollte. Aber was man sieht, das Fett, das ist hier alles sehr weich. Und da war jetzt praktisch nichts mehr mit Fett gefüllt. Und ich schätze, an der Stelle ist dann auch irgendwann das Wasser reingekommen in die Welle hier. Da muss ich mal schauen, ob man für die Pumpe Ersatzteile kriegt. Dann kann man hier das Ding, diesen Gummi wieder auswechseln. Man kann diesen Dichtring hier auswechseln, der hier außen drauf ist. Ja. Der ist also auch nicht mehr in Ordnung. Und dann kann man das Ganze wieder mit Fett füllen und dann sollte die Pumpe wieder dicht sein. So, jetzt hier nochmal nachgemessen, wie groß der Isolationswiderstand ist. Wenn alles korrekt wäre, müssten es hier größer 20 Megaohm sein. Die Anzeige ist aber 0,3 Megaohm, also kleiner 1 Megaohm. Und genau deswegen sagt auch der Fehlerstromschutzschalter, das Gerät ist nicht in Ordnung. So schaut jetzt das Innere aus vom Motor. Sieht man schon das Kugellager auf der Innenseite hier. Hier die Wicklungen vom Motor. Und hier oben drauf, das ist einfach eine streng sitzende Kappe. Das ist der ganze Rotor mit dem Kugellager. Und hier das Innere. So, der Schuldige ist gefunden. Es ist wirklich der Schwimmerschalter, der das Problem macht. Es scheint ein Kabelbruch zu sein. Und dort passiert auch der Kurzschluss. Oder sagen wir, der geringere Widerstand zwischen Erdung und einer Phase oder dem Nullleiter. Ich habe den jetzt kurz geschlossen, das heißt, man kann die Pumpe jetzt dann ohne den Schwimmerschalter wieder gut verwenden. Braucht ja dann einen externen Schwimmerschalter. Der Schwimmerschalter wird jetzt ersetzt durch einen Wasserpegelschalter WPS 3000. Der hat zwei Sensoren für einen minimalen und maximalen Stand.
Das ist sowieso besser als dieser Schwimmerschalter. Damit lässt sich dann der Wasserpegel exakter einstellen.